Anker lichten! Leinen los! Bewegt euch! Kapitän Schwarzbart war ein mächtiger Piratenkapitän. Jeder kannte und fürchtete ihn. Heute war es besonders still in seinem Heimathafen auf der Seebäreninsel. Heiliger Klabautermann, wo sind denn alle hin? Also suchte er die Spelunke zum stinkenden Fisch auf. Er hoffte, dort mehr über das Verschwinden der Piraten herauszufinden. Ahoi, Schwarzbart. Was kann ich für dich tun? Der Kapitän schaute sich um, doch niemand war zu sehen. Nicht einmal sein alter Freund Horst Holzbein. Ja, sag mal, wo sind denn die ganzen Landratten hin? Du solltest wissen, Schwarzbart, dass sich in den letzten Jahren kaum noch ein Pirat auf See gewagt hat. Da draußen wimmelt es nur so von Gefahren. Während der Seeräuberhäuptling zuhörte, spielte er an seinem langen, schwarzen Bart und nahm interessiert auf einem der Stühle Platz. Man erzählt sich von schrecklichen Seeungeheuern, die das Meer unsicher machen. Oder vor der furchteinflößenden wilden Wanda, die unmenschliche Kräfte besitzen soll. Im Gespräch vertieft, bemerkten die beiden nicht, wie sich die Tür öffnete und eine hinkende Gestalt den Raum betrat. Stärker als Kapitän Schwarzbart ist niemand. Holzbein, du alter Gauner! Wo hast du gesteckt? Ich hab gehört, dass du mal wieder am Lande bist. Da dachte ich, es wäre wieder an der Zeit für neue Abenteuer. Dafür bist du doch hier, oder? Schwarzbart nickte und senkte nachdenklich den Kopf. Ihm fiel ein, dass er zwar ein Piratenschiff hatte, aber keine Piraten für sein Schiff mehr. Und wer soll das Schiff segeln? Ihr beide allein? Entschlossen hob Schwarzbart seinen Kopf und blickte dem Wirt direkt in die Augen. Und ich werde in See stechen. Kapitän Schwarzbart gibt niemals auf. Ich werde die 7 Meere erobern und beweisen, dass es keine Seeungeheuer gibt und dass diese wilde Wanda nur ein Hirngespinst ist. Tja, ich werde dafür sorgen, dass die Seebäreninsel wieder zu neuem Leben erwacht. Ja, das ist der Schwarzbart, wie ich ihn kenne. Komm, lass uns loslegen. Da warten Abenteuer auf uns. Beide verließen die Spelunke und machten sich auf zur Anlegestelle.